Dün, 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 dün. Ding. So, meine Lieben. Moin, moin, Leute. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir haben den Schwertkampf gewonnen gegen den Angeber hier. Wir haben hier schon. Warte, was ist denn hier das nächste? Melde dich beim Vogt. Wir müssen uns beim Punkt melden, okay. Aber warte mal. Eine Sache war noch. Mir wurde gesagt, ich soll doch mal Kampf. Ich muss hier irgendwelche Fertigkeiten hier. Nee, da kann ich nichts. Buffs, Ruf, Statistik. Was bedeuten die Sternchen? Irgendwo soll ich wohl auch was leveln können. Aber. Ah! Hier vorne aufs Plus drücken und dann kann ich da. Axt? Nee. Faustkampf, Schwert. Stumpfer Schlag, Zornhau, Doppelstich. Warte mal, was ist. Finte? Das kann ich schon, oder was? Aha. Habe ich noch. Ja, Schwert müsste ich was machen, ne? Oder Verteidigung. Perfekter Block kann ich schon mit voller Wucht. Was bedeutet das? Also Q, Info. Deine Angriffe zu blocken kostet deinen Gegner 15% mehr Ausdauer. Wenn du Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender als üblich. Oh. Okay, und was ist mit Schwert? Dumpfer Schlag. Kurzschwert, Jagd für Säbel. Abfolge zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Stich auf das Gesicht des Gegners ein, anstatt einen angedeuteten Angriff von rechts durchzuführen, um den Gegner zu überrumpeln. Zornhau. Abfolge zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Und wie kann ich das mit E lernen? Stumpfer Schlag mache ich jetzt. Willst du die Spezialisierung erlernen? Ja. Kann ich jetzt noch mehr lernen? Nee. Ach, das war's jetzt schon, oder was? Wie kann ich denn jetzt sehen, aber. Wo kann ich denn sehen, was ich lerne? Also, da sind hier wahrscheinlich. Ah, warte, hier kann ich auch was machen. Erste Hilfe. Asked. Du kannst 30% länger ohne Essen aus. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen und umgekehrt. Der Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Na, Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller. Tagsüber langsamer. Nö. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 10% höher. Das hört sich interessant an, oder? Aufgedreht. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer. Weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Frischluft nach dem Kerker. Oh, hier kommt ja noch mehr. Achso, das kann ich aber alles nicht machen. Ich kann nur die Sachen machen beim Sternchen, nehme ich an, ne? Ich würde sagen, Speer. Speer ist. Ich denke mal, das ist ein guter Skill. Weil, wenn man mal schnell ausweichen kann, ist es ja eine gute Sache. Das Leben ist hart. Ich weiß nicht. Nachtschwärmer. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Aufgedreht. Naja. Das könnte man auch lernen. Aber warte, vielleicht sollte ich erstmal gucken, was ich hier noch machen kann.
weiß gerade nicht, wie das mit den Werten ist. Gegnerische Angriff mit deinem Schild zu blockieren kostet 30% weniger Ausdauer. Ich habe ja gar kein Schild. Huckepack. Okay, Pest im Griff. Packesel, du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen. Ey, das ist gut. Den nehmen wir. Mehr tragen ist immer gut. Ich kam ja schon öfter an meine Grenzen. Agilität. Leichtfüßiger Kämpfer. Gut, da kann ich nichts machen. Redekunst. Oh, hochwohlgeboren. Deine Redekunst ist um 3% erhöht, wenn du dich mit adligen und wohlhabenden Leuten unterhältst. Kann nicht mit der Spezialisierung von niedriger Geburt kombiniert werden. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, um ein Angebot zu unterbreiten. Da ich ja viel handeln will, ist das, glaube ich, ganz gut. Deine Redekunst wird um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit Gemeinen unterhältst. Die Spezialisierung Hochwohlgeboren ist damit allerdings gesperrt. Ich würde sagen, das. Wir wollen ja viel handeln. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das mit rein. So, Vitalität. Hier können wir noch eins. Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du ja nicht so schnell Blut. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer. Du kannst damit länger spurten. Schnell wie der Wind. Schneller, verbrauchst aber auch mehr Ausdauer. Also dickes Blut ist, glaube ich, schon mal eine gute Sache, oder? Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. So, Stärke haben wir noch was. Bollwerk. Tja, nehmen wir das. Die Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist 40% höher. Machen wir das. Das mit der Umklammerung verstehe ich zwar nicht, aber... aber 40% ist viel. Ja, okay, dann haben wir hier jetzt noch was. Schluck nach dem Kerker. Aufgedreht. Aufgedreht. Würde ich sagen. Sehr schön. Da haben wir das, oder? Ah, okay. Sehr schön. Und ansonsten werden wir hier noch... Das wird dann ja hier angezeigt. Dann wären hier oben jetzt ja Punkte, wenn ich da was hätte. Ich verstehe. Guck mal, Scarlet Zipper beliebter. In Rattai nicht so. Da sollten wir nochmal was für unseren Ruf tun, ne? Naja, okay. So, Moment. So, dann haben wir das schon mal erledigt, Leute. Ja, das war schon mal hart jetzt für mich. Ich kenne mich hier ja nicht aus. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade tue. Aber Salbei nehmen wir auch gerne mal mit. Ein Schmetterling. Hallo Schmetterling. Du bist ja ein wilder Schmetterling. So, warte mal. Ich möchte jetzt gleich das Ding hier machen, aber ich würde gerne mal gucken, was das hier ist. Ist das ein Bauernhof? Hühner, Schweine. Man weiß ja nie, vielleicht liegt hier irgendwie was Interessantes, was man gebrauchen kann. Das würde ich ja gleich mal mitnehmen, ne? Schloss knacken, sehr leicht. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen frech hier, ne? Ich meine, hier ist ja auch keiner, oder? Doch, da schläft einer drin. Das sollten wir lassen. Es geht nur nach hinten los. Hallo Hund. Ja gut, okay, komm. Wir gehen weiter zur nächsten Aufgabe. Ich weiß gar nicht, was das nächste war. Questblock. Turnier? Morgen. Ach nee, das war morgen. Okay. Diebischer Müller. Nee. Nebenquest. Dass ich lesen lerne. Nee. Ohne Fleiß kein Preis. Herr Ratzig wünscht, dass ich mich beim Hauptmann im Kampf unterweisen lasse. Melde dich beim Vogt. Okay, das machen wir jetzt. Auf zum Vogt.
Was soll jetzt noch kommen? Wir haben doch schon jetzt Schwertkampf gemacht, wie so ein Wilder. Wir haben Bogenschießen gemacht. Ja gut, da haben wir versagt ohne Ende, ne? Aber wie wollen die mich jetzt noch schockieren? Ich weiß nicht. Da kann ja nichts mehr kommen. Ich bin abgehärtet. Vielleicht muss ich noch... Du hast entdeckt Nest. Ja. Habe ich wohl entdeckt. Aha, mir entgeht auch nichts. Ja, ich renne gerade stur durch, ne? Bis zur Quest. Auch dank eurer Tipps. Also ihr habt ja gesagt, ich sollte die Quest jetzt erstmal fertig machen. Da kriege ich nachher vielleicht auch ein Pferd und alles Mögliche. Und werde gut ausgerüstet sein. Deswegen habe ich mir auch gedacht, komm, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Oh, ein Händler. Nein, komm. Da habe ich mir gedacht, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Und dann mache ich das jetzt einfach erstmal die Hauptquest hier weiter. Ab zum Vogt. Naja. Moin. Ich glaube nicht, dass hier der Vogt ist. Da muss ich hier bestimmt vorbei. Oder? Nee. Oh, hier kann man überall Schlösser knacken. Das sollte ich tunlichst vermeiden. Ich glaube, ich renne hier gerade ein bisschen dämlich durch die Gegend. Das kann es ja nicht sein. Hier, da oben steht doch Vogt. Schloss knacken. Lief der jetzt oder was? Hallo? Sehr schwer steht auch. Das habe ich ja nie. Ist keine Tür. Was ist hier? Hier ist einfach keiner. Wollen wir das wagen? Das ist ja fantastisch. So viele Bücher zum Lesen. Da läuft jemand. Hier war gerade einer. Ein Wächter. Warte, ich habe doch eine Fackel, oder? Ja, jetzt, Leute, jetzt ist Nacht. Ich glaube, in der Nacht ist das... Warte, ich gehe raus hier. Boah, hier läuft eine Wache drin rum und ich... Und ich laufe einfach durch die Gegend. Sind das hier Gefängniszellen? Sind da Leute drin? Sehr schwer zu knacken, das habe ich nie. Okay, komm. Wir gehen einfach raus. Einfach auf die Straße. Ja. Okay, zum Vogt kommen wir heute wahrscheinlich nicht mehr. Das, ich denke mal, der ist einfach... warte, der geht gerade irgendwo hin. Hier, das ist der Vogt. Ohne mich würden sich die Leute die Köpfe einschlagen. Ja, das glaube ich auch. Vogtilein, komm her. Ja. Beste Grüße. Mahlzeit.
Was ist Herr Hanusch für ein... Erstmal ein bisschen Smalltalk. Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Rathai? Das ist eine Gutsstadt. Und unser Herr verstrickt sich nicht in politisches Gezanke. Also ist's hier friedlich. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß, die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee, aber diese Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. Ja, also von den Flüchtlingen, also von meines Leichen halten die alle nicht so viel hier. Damit haben die anscheinend echt ein Problem hier in der City. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Was haben die für Neuigkeiten? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Hä? Warum nicht? Okay, kann ich in seinen Dienst treten? Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Auf mich ist Verlass. Wieso sollten sie auf mich hören? Dann kümmert euch besser um uns. Wieso sollten sie auf mich hören? Ich weiß nicht. Ich bin bloß ein junger Schmied. Genau. Nicht mehr, Junge. Du bist nun Teil von Herrn Ratzigs Gefolge. Und das bringt Verantwortung mit sich. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Es war ein ziemliches Marter. Ja. Habe ich. Die blauen Flecken mögen es bezeugen. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Yes. Ja, Vogt. 70 Groschen. Sehr schön. Und kann ich ihn jetzt nach Neuigkeiten fragen? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Wer denn nicht? Möge Gott über dich wachen. Über dich auch. Hol deine Ausrüstung im unteren Raum der Rüstkammer ab. Was stand da noch? Boah, das geht so schnell weg. Questlog. Wachdienst. Drehe mit Nachtigall zwischen 11 Uhr und 19 Uhr deine Runden. Dann müssen wir erstmal die Nacht überstehen. Optional hol die Ausrüstung im unteren Raum der Rüstkammer ab. Ah. Aber das kann ich wahrscheinlich erst morgen früh machen, würde ich sagen, ne? Bringt ja nichts, wenn wir das jetzt noch machen. Was mache ich denn jetzt? Kann ich bei Müller pennen? Ich denke mal ja, ne? Den müssen wir eh so ein bisschen was verscherbeln, glaube ich. So, warte, kann ich jetzt auch schnell reisen dahin? Ne, Happy? Warum? Achso, dann muss ich hier rumlaufen, oder was? Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Rathai Mühle. Ich trage zu viel? Oh. Was soll ich denn machen? Bin ich hier auf dem Weg richtig? Ich glaube ja, oder? Hier komme ich doch. Ja, hier komme ich raus. Ich weiß das nicht, Leute. Also ich kann doch jetzt noch in der Mühle, kann ich doch pennen jetzt, oder? Oder muss ich jetzt, oder muss ich jetzt woanders hin? Oder kann ich hier in der Burg irgendwo schlafen? Oder habe ich kein Schlaflager?
Oder kann ich hier im Zelt einfach irgendwo pennen? Ich kann sicherlich überall schlafen einfach, ne? Könnt ihr was essen hier, aber ich lasse es. Aber ich glaube, überladen ist der Weg ganz schön weit. Aber so eine Runde schlafen, das wird schon richtig gut tun wieder. Ja, vor allem sind wir dann gut vorbereitet für morgen. Und dann werden wir hier schön unser Ding durchziehen. Dann werden wir dir mal zeigen, wie das hier läuft. Und beim Turnier möchte ich auch mitmachen. Wann fängt denn das Turnier an? Morgen findet gerade ein Turnier statt. Suche am Morgen den Herold auf. Wenn ich teilnehmen möchte. Ja, aber wenn ich zwischen 11 und wenn ich da die Tour machen soll, dann werde ich ja schlecht beim Turnier mitmachen können, oder? Leute, da brauche ich auch nochmal eure Hilfe. Könnt ihr mir das nochmal sagen? Kann ich jetzt beides machen? Beim Turnier mitmachen und die Wachrunde drehen? Oder wie mache ich das? Oh, Hauptsache, ich kann den Müller den Kram verschäbeln hier, ey. Bin vollgepackt mit irgendwelchen Kram. Da muss ich erstmal sehen, was ich da alles... Und die ganzen Bücher auch. Da kann ich ja viel lernen, ne? Weil die Bücher kann ich... Ah ne, ich habe Lesen noch nicht gelernt. Der Feldzug in London und die Fürsten des Krugs. Die Heilige... Guck mal, was ich da alles hab, ey. Ein gestohlener Dolch. Ein Gebetsbuch. Heilige Witzende, Herzdruck... Ich verstehe kein Wort. Naja. Okay, da muss ich nochmal... Muss ich erst lesen lernen, bevor ich das... Kann ich denn die Wörter verstehen, die da stehen? Ist das so? Könnte ich mir vorstellen. Weil da stand ja gerade nur Kauderwelsch. Ich und meine Sorgen hier. Ich weiß gar nicht, warum ich die Fragen stelle. Ich finde das auch so alleine raus. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, ich kriege das auch so irgendwie hin. Aber das mit dem Turnier interessiert mich jetzt, ob beides geht oder nicht. Ich meine, wäre ja blöd, wenn beides nicht geht. Also, würde ja schon gerne. Oder muss ich mich morgens erstmal zum Turnier anmelden und kann dann später... Ist die Wache dann so mittendrin irgendwie. Der Müller ist noch am Laufen. Boah, den können wir gleich schön was verscherbeln. Der ist noch in Gang, der Kerl. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der pennt schon. Hey, Müller. Müller-Boy. Moin, moin. Gott schütze dich. Ja, dich auch, Kollege. Ich habe hier was. Gestohlene Ware. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Mach's gut. So. Was haben wir denn hier? Den Dolch erstmal. Wo ist der ganze Rest? Ein Dietrich? Nee, den behalten wir. Schatzkarte behalten wir auch. Die Regeln des Hennig. Ein Thema Taschendiebstahl. Nee, das... Das muss ich ja behalten. Also kaufen! Ich habe gerade auf kaufen geklickt. Nee, warte. Hier, weg damit. Entfernen. Oh, das ist kompliziert. Warte. Warum ist hier... Kuh an? Kuh weg. So, einmal die ollen Arbeitsstiefel. Die guten ziehe ich mir an. Die möchte ich verkaufen. Okay. So, warte, Kuh weg. So. Altes Hemd, alte Stiefel. Was haben wir denn noch hier? Bier? Oh, das bringt ja gar nicht so viel. Branntwein? Das bringt was. Schön Branntwein. Energie 10%, Frische 100%, Gesundheit 5%. Branntwein bringt Gesundheit? Ach.
Bier auch? Nee, Bier nicht. Brandwein bringt Gesundheit. Das können wir denn ja auch. Das Königreich Böhmen. Oh, die Bücher sind so viel. Aber ich glaube, die sind wichtig. Die können wir ja alle lesen, ne? Das bringt uns doch sicherlich immer so ein bisschen weiter. Dolch rein, eine Fackel. Dann haben wir noch eine. Gebetsbuch. Oh, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Gepflegte Beinlinge, die können wir verscherbeln. Stehen wir da in Unterhose. Gewöhnliches Kleid. Aha. Weg damit. Irgendein Kleidungsstück. Auch weg damit. Karl der Vierte. Auch ein Buch, das behalten wir natürlich. Die Karotten, der Käse. Weg damit. Ein Knüppel? Auch weg. Ich würde sagen, die Bücher, wie gesagt, ich behalte die alle erstmal. Die würde ich echt gerne. Ich glaube, das Lesen, das bringt uns immer irgendwie weiter, ne? Mythen der Rhetorik 3. Prag, seltsame Belagerung. Partei. Das mit dem Sternchen bedeutet auch dass bestimmt, dass man was lernen kann, oder? Kann ich mir vorstellen. Was haben wir denn noch hier Schönes? Roter Kapuzenschal. Salz. Salz kann er auch haben. Die Schaufel behalten wir. Naps. Fünf Gesundheit. Naja. Trockenobst behalten wir auch. Verband behalten wir. Wehrhausgarnison. Wein. Achtmal Wein. Und wie viel Gesundheit bringt Wein? 2. Also nicht sehr viel, ne? Ich würde sagen, da die 8 Stück verkaufen wir. Die mit dem gestohlenen Symbol. Wenzel der Vierte. Wermutgeiß. Ach komm, die verkaufen wir auch. So. Da haben wir zumindest ein bisschen was verkauft. Warte, die Arbeitsstiefel oder alte Stiefel? Jetzt habe ich keine Schuhe an. Wenn ich die anziehe. Achso, Beinrüstung 1. Die Arbeitsstiefel machen auf jeden Fall weniger Geräusche. Machen etwas mehr Geräusche als barfuß, aber dafür habe ich Beinrüstung und mehr Geschwindigkeit. Und die alten Stiefel habe ich auch mehr Geschwindigkeit, aber ja, sind sichtbarer und alles ein bisschen blöder, ne? Das heißt, die ziehen wir an. Die alten Stiefel verkaufen wir dann auch mit. So. Was haben wir im Warenkorb? Vermögen des Händlers 1.000 und 161 soll das sein. Gut, der peitschen wir das mal. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Komm her, du. Zeig mir, was du mir bieten kannst. 175? 180, würde ich sagen. Das ist doch ein fairer Preis. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ich hätte noch weniger machen sollen. Na gut, komm. Ja, 175. Du hast mich. Haben wir ein paar Euro mehr gemacht nochmal. Und ich bin immer noch überladen. Wegen dem ganzen Hempel. Hempel. So. So, Leiter benutzen. Ja. Guck mal, hier oben können wir doch. Wer ist denn da? Die kocht. So, wir legen uns hier jetzt schlafen. So, und zwar bis 4 Uhr? Ich glaube, 4 Uhr ist eine gute Zeit. Ich würde sagen, bis. Na, 3. Ja, warum nicht bis 3? Komm, machen wir. Dann sind wir wieder vollkommen fit. Hä? Wir wurden unterbrochen. Hey, du da! Du kannst hier nicht schlafen!
Such dir dein eigenes Bett. Raus! Ja, okay. Du schlepp. Wow. Lässt du mich da vielleicht auch runter? Hey! Raus aus dem Bett! Du hast dir nichts zu suchen! Der schubst mich hier runter. Ach, ist das sein Bett? Ist das dein Gasthaus? Scher dich zum Teufel! Ja, ich gehe ja schon. Keiner will mich haben. Du schläfst in einem fremden Bett, bist du verrückt? Raus hier, oder ist krass? Oder war das sein Bett? Na, hau ab! Der ist ja nicht so gut, auf mich zu sprechen. Ja gut, ich glaube, hier pennen weiter ist nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Und ich glaube, lesen geht jetzt ja auch nicht, ne? Oder ich probiere mal ein anderes Buch. Warte mal. Das mit der Bibel, wollte ich gerade sagen. Mit dem Königreich Böhmen. Da ist auch ein Sternchen. Also, die Buchstaben sind verdreht so ein bisschen. Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass wir nicht lesen können, richtig, ne? Eine Anmerkung. Was hier über den König Wenzel geschrieben wurde, ist eine irgendwas Lüge. Folgt ist ist der Sohn einer Hure. Okay. Alles klar. Aber ich dachte, jetzt kann man hier was lernen auch. Aber das geht wahrscheinlich erst, wenn man jetzt... Ich weiß es nicht, Leute. Kann ich, sind das Bücher zum Verkaufen oder kann ich hier was lernen? Es ist schwierig. Kaiserwahl, Markgrafen. Ich nehme an, hier irgendwas war hier auch mit... Da war doch noch was anderes. Gebetsbuch. 500 Groschen habe ich schon, Leute. Königshofer Handschrift. Liebesgedichtsammlung. Oh. Mythen der Rhetorik 3 zum Beispiel. Länge 80. Fortschritt 0. Lesen. Lernen. E. Deine Stufe für dich Fertigkeit lesen ist nicht hoch genug. Ah, okay. Da kann ich was lernen. Warte mal, Liebesgedichtsammlung. Da kann ich nichts lernen. Das sind nur Gedichte. Das ist halt nur so Spaßbücher, nehme ich an. Also was heißt Spaßbücher? Die bringen dann halt Geschichte bei, so ein bisschen. Was hier so passiert und was hier los ist, Hintergrundwissen. Woran erkenne ich jetzt aber ein Buch, was, wo ich was lernen kann? Was macht dieses Buch aus? Außer der Preis? Was ich sagen kann, hier lerne ich was. Prags seltsame Belagerung. Hier kann ich aber auch nichts lernen. Warte. Hier kann ich auch nichts lernen. Das sind einfach nur so... Die kann ich wohl dann einfach verscherbeln. Aber woran erkenne ich denn jetzt ein Buch, wo ich was lernen kann? Weil hier von hier aus ist es ja nicht zu erkennen jetzt, ne? Gut, ich kann hier in der Ansicht kann ich sehen. Kann erst nach Erreichen von Stufe 10 gelesen werden. So, hier haben wir gesehen, bei den Büchern überall, da ist nichts zu lernen. Das sind einfach nur Geschichten. Ein satirisches alttschechisches Gedicht, in dem ein Stallknecht und ein Gelehrter darüber streiten, wer besser im Leben hat. Okay. Königreich Böhmen. Das sind bestimmt interessante Bücher über die Geschichte, die hier spielt.
ich mir jetzt persönlich aber auch sage, brauche ich gar nicht. So viel wollte ich da gar nicht mehr zu tun haben. Probieren wir hier zu schlafen. Vielleicht klappt das. Beginnen. Jetzt schlafen die anderen beiden auch. Da kann ich hier jetzt auch pennen. Da bin ich gleich wieder fitty-potty. Fit. Und am fittesten. So, meine lieben Leute. Und an der Stelle machen wir auch Schluss für heute. Das war der Freitag. Und dann wollen wir mal sehen. Also morgen geht's weiter. Ne? Wenn ihr da noch Ideen habt, Tipps zum Reitturnier, zur Wache oder über die Bücher, dann könnt ihr mir das gerne noch mal unten reinschreiben. Das wäre für mich dann doch ein bisschen interessant noch. Also Leute, bis denn dann. Ciao.